Hallo zusammen, mal wieder was Neues vom Blecherherrn Alex. Messerschmiedekurs beim Blecherherrn Alex. Das ist der Marc, der hat heute bei mir einen Intensivkurs gehabt. Intensivkurs heißt, dass er mit mir alleine ist. So haben wir ein bisschen mehr Zeit, auch zum persönlichen Sachen und Meinungen austauschen und so weiter. Ne? Der Marc hat heute ein Küchenmesser gemacht aus einer Panzerplatte von der Messerschmitt ME410 aus dem Zweiten Weltkrieg. Das sind Panzerplatten, wo den Piloten und die Aggregate geschützt haben. Und den Griff hat er gemacht aus einer Mooreiche, die etwa 5000 Jahre alt ist. Und vorne das Stück ist Robinie. Ist die Form eines Beiles, aber wie ein Küchenmesser zu benutzen. Ja. Ist eine sehr scharfe Klinge. Marc, erzähl mal, wie war denn der Kurs für dich? Ja, also war richtig cool und vor allen Dingen auch anspruchsvoll. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass das, ja, so heftig ist, auch mit dem Schmieden selber. Was hat dich am meisten überrascht? Die Koordination? Ja, oder? Die Koordination, weil wenn man mit dem Hammer, also der Hammer wiegt mal 1,3 Kilo, und dann wirklich auch dahin zu treffen, wo man soll, weil der Amboss federt halt ein bisschen, der Hammer federt ein bisschen. Also es war schon echt eine Herausforderung. Und dann auch dieses, dass man den Hammer nicht, dass man sich nicht verkrampft, dass man halt irgendwie locker den Hammer richtig hält. Mhm. Eben entweder schräg oder halt mal gerade. Das war schon, ja. Es ist nicht so, wie man es im Fernsehen sieht, dass ein Schmied immer nur feste draufhaut, egal was sei. Sondern das ist ein Mythos. Ein Schmied muss sehr viel Gefühl haben. Ja, Gefühl für das Material. Ja, dass er immer dieselbe Stelle trifft, in verschiedenen Hammerwinkeln und so weiter. Das ist eine schwierige Angelegenheit. Ja, und das ist halt für einen Neuling schon eine Herausforderung. Ja, absolut. Sag ich also, mal, ne? Das macht man nicht mal eben, und das war natürlich jetzt super, dass ich deine Anleitung hatte und du hast mir auch mal so ein bisschen geführt und gezeigt. Das war halt einfach, also das merkt man schon, dass man da schon ein paar Jahre machen muss, um da mal so den richtigen Schlag drauf zu haben. Also das ist schon cool. Ja. Den Griff hat er sich eine Mooreiche ausgesucht. Die hat man gefunden bei Gleisbauarbeiten in Ravensburg. Die Rubine kommt hier aus ein paar Ortschaften weiter. Das ist ja nicht nur der Schmieden an sich, sondern es geht mir vorwiegend um das Zusammenspiel der Materialien. Das ist ja ein historischer Stahl aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber nicht, weil ich ein Kriegsverherrlicher bin, sondern ich arbeite gegen das Vergessen, dem Grauen, das einst daraus entsprang. Es steht auch drin, dass es ME410 ist. So können Gespräche entstehen mit seinen Freunden, Verwandtschaft, warum er den Stahl hat, wo der herkommt. Und so geht Geschichte weniger vergessen. Ja, und auch in den Hölzern, dass ich weiß, wo kommen die Materialien her. Ich kaufe nichts im Handel, sondern ich kaufe immer bei Menschen, wo ich weiß, wo es her ist. Das ist ein großer Schwerpunkt. Ja. Und dieses Küchenmesser ist natürlich nicht rostfrei, es darf keine Spülmaschine. Ne. Ja, und es eben, man zeigt dann auch, wie man das Messer scharf hält, denn die meisten Leute schleifen viel zu schnell. Man muss erstmal lernen, wie man eine Schärfe erhält. Da muss man bedeutend weniger schleifen. Ne. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, super. Also, top bei euch hier. Ja. Den Griff hat er natürlich auch von Hand verschliffen, ne? Also erst an der Maschine und den Rest von Hand, den Feinschliff und so weiter. Ich hoffe, du hast Spaß mit dem Messer. Ja. Wir haben uns viel unterhalten, auch über, er ist auch ein Musikfan, ne? Wir haben uns viel über Musik unterhalten, was man so hört, was man hobbymäßig und so weiter macht. Das ist eben auch von mir so gewollt, dass Zeit ist für persönliche Gespräche, dass man nicht einfach nur abfertigt, so Messer machen und dann tschüss, sondern wir haben immer Zeit zum Reden, auch beim Mittagessen und so. Ja, das war auch wirklich cool. Gut. Freut mich. Und wenn ihr kommen wollt, gerne www.messerschmiede.bayern, eine längere Wartezeit einrechnen, seht es als Qualitätsmerkmal. Ne? Es ist ein guter alter Brauch, da wo man gut werkelt, da dauert es auch. Ne? Das müsst ihr euch merken. Gell? Ja. Also bis dahin, Servus. Ciao. Ciao.